Für mich ist es wichtig, dass ich da schon einen Beitrag leisten kann, dass diese Wälder hier erhalten bleiben können und dass man eben rausfindet, wie wichtig für uns alle hier sind. Mein Großvater, mein Vater, Onkel und so weiter haben alle schon einen Forstberuf ausgeübt. Es ist nicht nur forstliches Fachwissen gefragt, sondern auch Fingerspitzengefühl bei der Bewirtschaftung dieser Wälder. Ja, geschützte Lebensräume zu erhalten bedeutet, dass man der Natur Raum gibt, sich zu entwickeln. Und, hier hat man das, wie gesagt, schon seit 60 Jahren so zugelassen und hat damit die Möglichkeit zu gucken, was passiert, wenn sich zum Beispiel ein Wald so entwickeln kann. Ich kann nur an alle Menschen, die auf unserer Erde leben, und appellieren, dass sie verantwortungsbewusst mit ihren Wäldern, mit unserer Erde umgehen, und wir geben hier ein kleines Beispiel in unserer Region für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung.